wollte zur Marine. Als ich hinkam, war ich 18,5. Und dann kam ich zu einer Minensuchflottille in der Biscaya, Les Habes de Lon. Das waren kleine Schiffe, 16 Meter lang, 4-Mann-Besatzung. Und vor den Häfen, wo unsere U-Boote drin waren, wurden manchmal Minensperren von Engländern gelegt worden. Und die haben wir dann weggeräumt. Meine Familie, ja, erstmal war nur ich betroffen. Mein Bruder war 4 Jahre jünger als ich, der ging also noch zur Schule. Die Schule war natürlich aus Berlin ausgelagert, die waren in Kärnten. Sie machten sich Sorgen, das ist ganz klar, sie wussten, wir suchen Minen. Sie hofften nur eins, das, was jede Familie hofft, dass der, der jetzt draußen ist, heil wieder reinkam. Angst war da eigentlich sekundär. Ab und zu sah man diese Burschen mal, wenn tief niedriges Wellental waren und sie steckten ihre Hörner raus. Dann sagt man, naja, aber ich bin ja 4 Meter höher auf dem Wellenkamm. Also ich habe es nicht erlebt, dass bei mir ein Nachbarboot hochging. Zu der Zeit nicht. 2 Jahre später, als ich mein erstes eigenes Boot als Kommandant bekam, sind leider die beiden, die mich abholen sollten, an Backbord und an Steuerbord, Entfernung 150 Meter oder 200 Meter, haben die Minentreffer bekommen, waren innerhalb von 30 Sekunden war das Schiff weg. Aber da war ich dann schon 20 und da steckt man das dann schon eher anders weg. Ich war insgesamt 4,5 Jahre unter Segel. Von 18 bis 22,5, da hat sie mich wieder ausgespuckt. Mit einem Seesack, einer Uniform, einem Mantel, 2 Paar Schuhen und einem Freifahrtschein nach Hause. Ihr Bruder hatte da weniger Glück. Tja, das habe ich erst Heiligabend nach dem Krieg erfahren. Da kam eine Flüchtlingsfrau und brachte meiner Mutter, ich war in Hannover, ich wollte schon auf die Schauspielschule gehen, und brachten da seine Hinterlassenschaft, sein Soldbuch und die letzten Briefe und das. Die waren durchschlagen. Er ist mit nicht ganz 18, 17, 3/4, ist er in Deutschland gefallen. Da hat der ganze Krieg nur 1/2 Stunde gedauert. In Sachsen-Anhalt. Und das, was mir so in den Magen gegangen ist bei der Geschichte, ist, dass die Alten, die schon Russlandkrieg und so weiter hinter sich hatten, dass die sich ergeben haben, mit Hände hoch. Und die Jungen hat gesagt, aber der Führer hat doch gesagt, wir verteidigen Deutschland jeden Quadratmeter. Und die sind alle gefallen. Sie liegen auch, wir haben nicht umbetten lassen, sie liegen 8 Jungs. Knapp unter 18. Das war's. Das hat meine Mutter, hat sie nie verwunden.